Bäume. Seit Jahrtausenden werden sie von Menschen aller Regionen dieser Erde verehrt. Mehr denn je empfinden wir sie in unserer belasteten Umwelt als Symbol für das Leben. Wichtigste Voraussetzung für das gute Gedeihen eines Baumes ist ein möglichst unbelastetes Baumumfeld. Nur solange die Wurzeln angemessene Lebensvoraussetzungen finden, können Bäume optimal gedeihen. Für unsere Arbeit ist es wichtig, sich das Gesamtbild des Baumes vor Augen zu halten und daran zu denken, dass er neben den sichtbaren oberirdischen Teilen über einen nahezu spiegelbildlichen unterirdischen Teil sein Wurzelwerk verfügt. Die Wurzeln sind für die Aufnahme von Wasser und Nährstoffen, ohne die ein Baum nicht leben kann, verantwortlich. Zu oft werden sie äußerst stiefmütterlich behandelt. Natürlich ist Vorbeugen besser als Heilen. Aber selbst dann, wenn schon Schäden eingetreten sind, der Baum aber noch über ausreichende Vitalität verfügt, ist durch den Einsatz des neu entwickelten Rettungssystems TreeLife Hilfe möglich. Auf der Baustelle ist TreeLife innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Über Schläuche werden gereinigte Pressluft und in Wasser gelöste Bodenverbesserungs- und Düngemittel zur TreeLife-Injektionslanze transportiert. Geringer Druck von maximal 6 Bar reicht aus, um Verdichtungshorizonte aufzubrechen. Durch das gleichzeitige Ausbringen von Pressluft und Flüssigkeiten ist eine optimale Verteilung bis in kleinste Poren gewährleistet. Das Aufbrechen des Erdreiches ist am besten bei verdichteten und bindigen Böden zu beobachten. Schäden an Wege- oder Platzbelägen sind ausgeschlossen. Es ist nur in Ausnahmefällen erforderlich, sich vor Einsatz des TreeLife über die Lage von Ver- und Entsorgungseinrichtungen zu informieren. Beschädigungen solcher Einrichtungen sind nahezu ausgeschlossen, da die TreeLife-Injektionslanze ohne pneumatischen oder hydraulischen Druck nur handgeführt in den Boden eingebracht wird. Die Verbesserung der bodenphysikalischen Eigenschaften und die Aktivierung des Bodenlebens sorgen dafür, dass das Wurzelwachstum nachhaltig gefördert wird. Schon nach einer Vegetationsperiode hat dieser behandelte Jungbaum ein dicht verzweigtes Wurzelwerk ausgebildet, das in der Lage ist, den Baum optimal zu versorgen. Bis in 1 Meter Tiefe können Verdichtungshorizonte aufgebrochen und Bodenverbesserungsmittel eingebracht werden. Um die Verteilung im Erdreich sichtbar zu machen, wurde in den anstehenden Boden aufgeschwemmter Kalk eingebracht. Die gelockerten und mit Bodenverbesserungsmitteln angereicherten Horizonte ermöglichen es, den Baumwurzeln neue, bisher nicht erreichbare Bodenpartien aufzuschließen. Ein Netz neuer Lebensadern durchzieht den Wurzelbereich eines Baumes. Es ist verständlich, dass bei besonders schlechten Baumstandorten vor dem Einsatz des TreeLife begleitende Maßnahmen, zum Beispiel das Vergrößern von Baumscheiben oder das Herstellen von durchgehenden Pflanzflächen erfolgen sollten. Die einfache Handhabung und die robuste Konstruktion des TreeLife garantieren einen störungsfreien Betriebsablauf über viele Jahre. Die Druckschläuche sind mit Schnellkupplungen in kürzester Zeit angeschlossen und stellen die Verbindung zwischen dem Druckbehälter und der TreeLife-Injektionslanze her. Die benötigte Druckluft wird von einem Kompressor erzeugt. Durch das Einströmen der Pressluft werden im Druckbehälter Wasser sowie die zugesetzten Bodenverbesserungs- und Düngemittel innig vermischt. Das Entmischen einzelner Komponenten während des Arbeitsvorganges ist nicht möglich. Wenn der Betriebsdruck von maximal 6 Bar erreicht wird, ist TreeLife einsatzbereit.
Sollte die Treelife-Injektionslanze auf Baumwurzeln treffen, ist der Widerstand sofort spürbar. Und ohne Verletzungen an den Wurzeln zu verursachen, wird ein neuer Einstichpunkt der Treelife-Injektionslanze gewählt. Entstandene Kavernen werden mit einem porigen Material, zum Beispiel Leichtlava, verfüllt. Hierdurch wird die dauerhafte Verbesserung des Gasaustausches in den wurzelnahen Bodenbereichen weiter optimiert. Treelife entwickelt von der Firma Helmut Stockreiter in Osnabrück, Westdeutschland, ein fortschrittliches System zur Sanierung geschädigter Baumstandorte. Wenn Bäume in unseren Städten wieder so gedeihen sollen wie in der freien Landschaft, ist der Einsatz des Treelife oft die letzte Rettung.